Unser Challenger fällt auseinander. Das ist diesmal wirklich kein Witz und auch kein Clickbait. Unser Auto fällt auseinander. Richtig, Luis? Das ist richtig. Und nicht so schön. Nee. Wir können einmal kurz von vorne erstmal gucken, wie böse dieses Auto bitte hier aussieht. In unserer wunderschönen Twinbush-Ecke steht unser Challenger Red Eye. Für die Leute, die es nicht wissen, 6,2 Liter Supercharger V8 mit 808 PS Serie. Schon geil, ne? Ja. Also 808 PS Serie, wenn man das mal so kurz hört, ist das schon definitiv krass. Zwei Schlüssel hast du, einen schwarzen und einen roten. Schwarz hast du um die 500 PS und der rote sind dann halt die vollen 808 PS. Schon krass, dass ein Schlüssel 300 PS ausmacht über Software. Und vor allem hier direkt vorne sieht man mal einen ganz guten Detail, was man sonst nicht sieht bei der Ansaugung hier. Ist nochmal das Red Eye Logo drin. Siehst du das? Da haben die Amis sich mal was einfallen lassen. Naja, auf jeden Fall, wie ihr wisst, wir wollten unser Auto eigentlich verkaufen, haben es dann doch nicht gemacht, dann hat Luis ihn netterweise abgeholt. Und jetzt steht er. Es gibt mehrere Gründe, warum dieses Auto aktuell steht. Punkt 1, wir haben keine Winterreifen, wir wollten dafür Winterreifen haben, haben nur leider nicht die passende Größe für das Auto gefunden. Punkt 2 ist die Folie. Die Folie auf dem Auto ist ein riesen Problem, wie bei dem E6 E63. Das Auto sollte satin schwarz sein. Hier in dem Licht kann man es ganz gut sehen, dass das Auto satin grau ist. Und wenn wir genau gucken, vielleicht sieht man das hier, überall so gespannte Striche. Sieht man das? Sonst können wir das vielleicht besser hinten zeigen. Weil die Folie, wie gesagt, das Auto hat überall so dünne, leichte Kratzer. Was echt nicht gut ist. Und das ist leider die Folie. Es ist wirklich leider die Folie. Und wie ihr wisst, da sind wir dran. Das heißt, das Auto muss nochmal komplett entfoliert werden und dann komplett neu gemacht werden mit der 3M Satin Black Folie. Oder wir sagen, wir machen PPF, glaube ich aber nicht. Ich glaube, den folieren wir eher, weil das ein Auto ist, wo man öfter mal was ändert. Das ist der nächste Punkt, warum das Auto nicht gefahren wird aktuell. Und der größte Punkt, der dritte Punkt, ist nämlich unser wunderschönes White Body Kit. Das Ding hier. Wie man sieht, ich habe das professionell alles geklebt mit Paketband, wie ein absoluter Profi. Man muss dazu sagen, unser Challenger ist ja von Factory, wie gesagt, ein Red Eye, aber kein White Body. Das heißt, er ist das Slim Body und wir haben das White Body Aftermarket sozusagen rangemacht. Das ist das originale Body Kit, so wie es sein soll. Und es wird nur geklebt, was beim Auto, was über 100.000 Euro kostet, ein bisschen komisch ist, aber egal, auf der anderen Seite hat es ja gehalten und hier definitiv nicht. Deswegen habe ich das alles einmal festgemacht mit so ein bisschen Tape und das muss heute auf jeden Fall runter. Hier sieht man übrigens ein Riesenloch. Das Loch ist, weil wir Folie abgezogen haben, die wir zu der Marke geschickt haben, die die Wrapping-Folie sozusagen produziert und vertreibt, damit das ganze Problem mal gelöst werden kann. Aber wir wollten mal gucken, ob wir es hinkriegen, diesen wunderschönen Fender abzumachen. Und währenddem ich das Ganze jetzt hier abziehe, stelle ich euch mal ein paar Fragen. Denn die Sache ist so, um ehrlich zu sein, mit dem Challenger, soll ich einfach abreißen? Sind da noch Schrauben drin? Nee. Okay. Ich hatte das schon komplett in der Hand. Na dann. Also wie gesagt, ich will nichts kaputt machen, es wird auch nichts kaputt gemacht. Es wird nur gerissen. Fachmännisch entfernt. Oh, der Kleber, den ich draufgepackt habe, der ist schon gut. Aber nur mal so, ne? Das Paketband hat für die Zeit, wo er stand, gehalten. Mhm. Das ist schon wirklich ganz geil. Nee, aber was ich euch fragen wollte ist, wir wissen nicht ganz so genau, was wir mit dem Auto anstellen sollen, wenn wir mal kurz ehrlich sind. Weil klar, das Auto ist cool, aber du konntest es jetzt ja auch mal erste Hand erfahren. Ja. Die ersten 100 Kilometer denkst du, geil. Also man sitzt da hier und denkt so, toll. Aber das Problem ist halt, das Auto ist nicht so toll vom Fahren. Ja, das stimmt. Oder? Leider. Ja. Also es macht, es ist sehr lustig für eine kurze Zeit. Ja. Aber wenn man jetzt vernünftig damit sportlich fahren will, ja, ist es einfach schwierig. Vor allem, wenn du Kurven hast. Wenn du Kurven hast, kannst du das komplett vergessen. Wunderschön. Ja, das Teil ist übrigens nicht kaputt zum Glück, was schon mal gut ist. Krass, ne? Als wären wir Mechaniker. Alles professionell hingelegt und so. Mhm. Deswegen ist die Frage, was stellen wir jetzt mit dem Kfz an? Sagen wir, und wir machen einfach das Bodykit wieder frisch, Fender frisch, frisch foliert und dann lassen wir ihn so, wie er ist und machen damit Content. Bisschen Line-Lock-Geschichten, Donuts und solche Sachen, weil viel mehr kann das Auto auch nicht. Ich hätte mal Bock auf einen Autobahn-Run.
Die Sache ist nur, ab 2,50 habe ich das Gefühl, dass ich gleich in dem Auto sterbe. ist echt, wenn du über 200 fährst, ist ganz komisch, wenn man bremst, hast du das Gefühl, dass der man schwimmt so ein bisschen, Und der zieht nach links oder rechts, genau. Wie er Bock hat. Ja. Das ist nicht so geil. Oder, deswegen wollte ich euch fragen, wie wäre es denn, wenn wir probieren, aus diesem Challenger Red Eye ein Ringtool zu bauen? Weil ganz ehrlich, Leistung hat er. Ja. Viel zu viel Leistung. Deswegen würde ich den wahrscheinlich auf dem schwarzen Schlüsseldamm fahren, dass du mit 500 PS unterwegs bist. Dass wir uns darum, oder habe ich ein bisschen Folie vergessen, dass wir uns darum kümmern, dass ordentlich Gewicht aus dem Auto rauskommt. Überrollkäfig. Streben im Motorraum. Fahrwerk. Ganz Fahrwerk. Wichtig. Müssen wir tatsächlich mit KW reden. Weil ich glaube, damit das hier funktioniert, vernünftig funktioniert, brauchen wir bestimmt V5 oder so. Damit irgendwas geht. Denn das Auto hat so unfassbar viel Bodyroll. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man es schaffen könnte, hier ein kleines Tracktool draus zu bauen. Mit viel Arbeit geht das bestimmt, ja. Ich glaube gar nicht mal so krass viel, um ehrlich zu sein. Ich dachte gerade, da ist ein Stück Lack mit abgegangen, aber doch nicht. Das heißt, wir haben natürlich vorne ultra viel Gewicht. Und das ist natürlich nicht so vom Vorteil, weil dann wird er nur untersteuern, wenn er nicht gerade quer geht. Das ist so die Challenger-Sache. Entweder untersteuert er komplett und bringt dich in die nächste Wand rein, oder er bricht dann auf einmal komplett aus. Ja. Also so hinkriegen kann er nicht so gut leider. Und deswegen müssten wir da mal gucken, was wir da machen. Es gibt natürlich viele Carbon-Sachen, die man machen kann. Wir könnten das ganze Kit, die Fender aus Carbon machen. Wird natürlich sehr viel Gewicht bringen. Die Haube können wir aus Carbon machen. Ich glaube, das Ding, das ist schwer. Rücksitzbank raus, allgemein diese Lounge-Sessel, die da drin sind, mit vernünftigen Sitzen, irgendwie Tilt Racing oder sowas ersetzen, könnte man schon ganz coole Sachen hiermit, glaube ich, hinbekommen. Denke ich auch. Glaubst du, wir sollten was probieren? Ich denke ja. Okay. Ich glaube, hier ist eine Schraube drin. Da ist eine Schraube, ja. Eine oder zwei. Okay, die müssen wir gleich noch abmachen. Ich glaube, das könnte ganz cool sein, weil sonst, sage ich euch ganz ehrlich, weiß ich nicht, was wir mit dem Auto anfangen sollen. Ein weiterer Punkt ist, was für uns ein bisschen problematisch ist, wir sind ja gerne im Schnee unterwegs. Mhm. Das klingt vielleicht ganz dumm, aber ein Challenger hat keine Abschlepphaken. Stimmt. Gibt es nicht bei dem Auto. Das heißt, wenn er irgendwo steckt, steckt er. Da muss er irgendwie anders, keine Ahnung, über die Achsen oder so, whatever. Aber wenn du hier vorne irgendwas dran machst, fliegt dir das ganze Ding weg. Hinten fliegt dir das ganze Ding weg. Das heißt, du hast nicht viele Optionen. Das heißt, wenn dich drehst, ist doof. Mhm. Und es schiebt halt. Grail-Abgasanlage wird zeitnah verbaut. Und ja, willst du jetzt mal kurz so ein paar Beauty-Shots machen, wie ich das da reinige? Natürlich. Und dann fahren wir nämlich nochmal rüber zu einem Profi, der uns sagen kann, was wir hiermit anstellen können. Alles klar. Ja. Haben wir dieses Teil gelöst. Das Teil war wirklich nicht so easy abzubekommen, ne? Das war hier. Ja, das war im Prinzip der Ansatz von dem Whitebody-Teil. Ja. Haben wir jetzt entfernt, fachmännisch. Richtig, fachmännisch. Mit Sicherheitsbekleidung natürlich, ne? Schutzbrille, alles da. Richtig, Set and Crew-Klamotten helfen immer. Stahlkappenschuhe. Stahlkappenschuhe, ganz, meine leuchten sogar. Arbeitsschutz. Richtig. Wird hier groß geschrieben. Ja. Weil der Centering Crew ist das ganz wichtig. Teil es ab, hier kann man mal kurz sehen, wie viel Silikonmasse dafür benutzt worden ist. Und das Ding da irgendwie drin zu halten. Das ist schon krass, ne? Es ist alles nicht so geil. Das hier müssen wir nochmal irgendwie abbekommen. Ich habe leider keinen Kleberlöser, sage ich mal, mehr. Ja, damit natürlich alles roadworthy ist in Deutschland, haben wir das Teil jetzt dran gelassen wegen Blinker. Mhm. Also nicht Blinker, aber Reflektor. Stance von dem Auto wird jetzt gerade ultra geil sein, weil das Ding guckt schon gut raus, ne? Also wirklich dieses Stück Body hat er. Finde ich gut. Wichtige Frage. Wenn irgendwer von euch im Umkreis München, kann auch so 100 Kilometer entfernt sein, einen riesen Parkplatz besitzt oder Feld oder Industriegebiet, so eine große betonierte Fläche, könnt ihr euch gerne bei uns melden, weil ich habe da so ein paar Autos mit Reifen, die weg müssen.
Zum Beispiel dieses Auto. Das Auto hat schon ein paar Line-Locks gemacht. Muss man sagen. Man sieht hier, wenn man hier spürt, das Profil ist schon... Also es ist deutlich besser, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Das ist echt gar nicht so scheiße. Aber es ist definitiv fast Zeit für neue Reifen. Das heißt, die müssen komplett runter, bis die platzen nicht, weil ich glaube, dann fliegt alles hier raus. Aber immerhin bis zu dem Punkt, wo man nur noch Metall sieht. Das wäre geil. Und dafür brauchen wir natürlich eine abgesperrte, gute Strecke, die wir sonst auch nutzen. Aber die ist gerade under construction oder so. Bestimmt. Ja. Deswegen würde ich da nicht so gerne, dass das Proof macht, weißt du? Ich würde aber sagen, wir holen den Hobel jetzt erstmal von der Bühne runter. Aber wie gesagt, solche Geschichten wie ein Trackbild oder so könnte ich mir ganz cool vorstellen. Ja. Dass man mal einen Muscle Car nimmt und schaut, was geht hier wirklich performance-technisch. Man muss mal kurz sagen, was echt krass ist, dieses White Body Kit, OEM, also Original, kriegst du für 1.300 Euro. Krass. Vom White Body. Also ich meine, das ist echt nicht viel, ne? Mm, ist ein bisschen Plastik. Das ist echt halt. Also, ist halt nicht das Krasseste. Aber gut, wir sehen uns, sobald wir im Auto sind, on the way to Mechanics. Ich weiß, ich habe mich vorhin über das Auto beschwert. Es ist vom Fahren auch nicht gut. Aber wenn man jetzt hier so rumrollt, es ist schon... Es ist ein Vibe. Es ist einfach wirklich ein Vibe. Du cruist hier rum so... Supercharger hört man schön. Es blubbert. Du hast sau viel Leistung unter dem Arsch. Jede Sekunde, wenn du willst, drehen dir die Reifen hinten einfach komplett durch und du ziehst solche krassen Rauchwolken mit dem Ding. Das ist schon wirklich eine Sache, die mir gefällt. Das finde ich schon sehr gut. Es ist einfach ein Auto, was sehr amüsant ist und ich muss sagen, manchmal vergesse ich es, weil wir das Auto sehr wenig bewegen, leider. Wir haben einfach die Zeit aktuell nicht. Und deswegen ist der jetzt das letzte Mal, dass das Auto hier bewegt worden ist. Boah. Das war noch bevor der TT umgebaut war. Das heißt, Oktober, ich glaube Oktober wurde das Auto das letzte Mal gefahren, was natürlich viel zu lange ist. Das müssen wir hinkriegen, dass er mal wieder ein bisschen mehr bewegt. Der war ja auch nur 4000 Kilometer runter, ist ja gar nichts für so ein Auto. Ja, ich bin gerade glücklich. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, einfach mit dem großen Block hier rum zu blobbern, die ganze Zeit. Vor allem in dem SRT-Modus hat er auch leichte Pop-Up-Bums. Und dann geht die Klappe zu. Das ist halt ein bisschen komisch. Mal gucken, was Grail zaubert. Mit der Grail Lager ist das Ding, glaube ich, richtig laut und trotzdem schön legal. Aber wir sind gleich da. So, wir sind jetzt angekommen bei The Mechanics. Dennis, mein Lieber, wie geht's dir heute? Gut. Schönes Wetter, wird warm. Ja, ne? So langsam, aber sicher. Ja. Viele fragen sich vielleicht, du warst ja mal bei Otto Magnus, bist jetzt aber selbstständig. Ja, genau. Daher kennen wir uns ja auch, ja, ne? Richtig. Seitdem hat er mich einfach nicht mehr in Ruhe gelassen. Ja. Aber gut. Beruht aber auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Wir sind auf jeden Fall jetzt mit dem Challenger hier. Ja. Und wir haben vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass wir hier mit... Ja, hier ist halt was los. Hier ist immer was los. So muss sein. Geschäft ja, genau. Muss laufen. Nee, aber wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber gequatscht in der Halle. Was können wir hier mit anstellen? Weil mein Problem ist, das Auto fährt sich nicht gut. Ja. Wenn du rumcruisen willst, ist okay. Ist entspannt. Aber wenn du wirklich mal fahren willst, kannst du ja mit Sicherheit bestätigen, ja, ist das Auto nicht gut. Also das ist halt immer ein Unterschied, ne? Es kommt wieder Charger. Zwischen dem Challenger und dem Charger. Wie halt viele wissen, fahre ich halt den Charger. Ja. Der frisst sich ein bisschen mehr in die Kurven rein. Der Challenger neigt auch alleine durch die Karosserieform und die Gewichtsverlagerung, dass er sich so ein bisschen aufschiebt. Ja. Also was wir auf jeden Fall machen können, kann das ein bisschen an der Performance arbeiten. Tiefer legen definitiv mit dem, ja, KW-Werk. Ne? Ja. Kann Anti-Roll-Kit einbauen, können innen mit Domstreben arbeiten, sodass wir ein bisschen mehr Karosseriesteifigkeit haben, mhm, und dass wir das so bauen, dass du für dieses Fahrzeug mehr Fahrgefühl kriegst, als er jetzt hat. Ja. Weil jetzt ist es einfach nur gerade Strecke beschleunigen, Reifen durchdrehen, ja, oder halt driften. Ja. Also das sind so die drei Dinge. Ja. Aber selbst da, das ist so eine Sache, die mich echt nervt. Du kannst nicht einfach die Traktionskontrolle ausmachen. Doch, komplett. Kannst du. Nee. Doch, nein, kannst du. Nein. Hundertprozentig. Luis, wir haben jetzt nochmal gemacht. Startknopf gehalten, Entzündung. Nein. Und Traktionskontrolle. Du gehst, dann war alles auf aus. Du machst einfach den Track-Mode an. Richtig. Und hältst die ESP-Taste gedrückt und nach 10 Sekunden geht's aus. Nee, das hat nicht geklappt. Wir haben ja, genau, YouTube-Videos sogar geguckt. Ja, nee, das geht. Also bei unserem ging es auch. Also ich habe auch alles versucht, weil wir waren beim Driften letztes Jahr, ja, in Österreich. Und
Da hat der Motor immer mit einreguliert. Ja. Und dann irgendwann habe ich halt einfach, weil ich genervt war, die Taste gedrückt. Ja. Und dann ging es aus. Und dann war lustig. Dann ist auch die Drehzahlbegrenzung raus, alles. Und dann kannst du ihn auch schön schmeißen. Weil wir sind Prüfstandmodus gefahren, glaube ich. Ja. Aber Prüfstandmodus wollen wir nicht. Funktioniert, ne? Ja, also, aber. Wir brauchen Felge. Na? Genau, Felgen schöne, suchen wir noch Felge. Schöne raus. Reifen, dann, Haube aus Carbon. Genau, Haube aus Carbon. Semislicks wenn wir fahren. Ja. Schön auf Temperaturen. Du musst natürlich nur aufpassen dann. Mit Fahrwerk und Semislicks fährt er sich natürlich dann noch unruhiger, gerade wenn es regnet. Also den legst du dann sofort weg. Ne? Das hätte ich jetzt mir gar nicht vorstellen können. Dann Sitze. Ja, Sitze definitiv. Schöne Performance-Sitze rein. Ja. Das auch ein bisschen halten. Wir machen die Gurtstrebe hinten mit rein. Okay. So dass du, wenn du dich halt ne, schön mit anschnallen kannst. Ja. Überrollkäfig? Überrollkäfig, genau, den haben wir ja mitentwickelt. Ja. Mit den Jungs von Bavarian Car Tuning. Ja. Rücksitze und dann, raus? Rücksitze, ja, würde ich rauslassen. Also ich würde echt gucken, dass wir so viel Gewicht rausschmeißen wie möglich. Wird zwar nicht viel bringen, mit Rücksitzen machst du bei dem vielleicht 50, 60 Kilo, aber du machst halt 50, 60 Kilo. Eben. Ja? Maximal, also und das ist schon gut kalkuliert. Dazu? Ja, die Vordersitze, die sind halt schwerer, also weil die ganze Elektronik haben. Also du kommst, wenn mit viel Glück, vielleicht so Richtung 100. Aber da müssen wir mal gucken, was wir machen. Was können wir noch machen, damit wir Gewicht runterkriegen? Haube, hatte ich vorhin gesagt, das ist ja mit Sicherheit viel leichter, wenn wir eine Carbon-Haube haben. Dann ist, sagt Mini, die ist schwerer. Nein, durch die Prüfbedingungen vom Carbon und die ganzen Lagen, die wir drauf tun müssen, bist du, aber was heißt schwerer? Vielleicht ein Kilo, vielleicht fünf, minimal schwerer. Die Haube ist natürlich ein bisschen steifer. Klar, du bist eigentlich mit der Alu-Haube echt gut. Gut bedient. Das ist schade. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schade. Radreifen, wir können Kühlung, wir können Yellow Stuff drauf machen von den Bremsen, dass du, wenn der auch packt, dass er auch beißt. Zum Beispiel, ich war mit dem Charger letztes Jahr auf dem Salzburgring, sind auch mal ein bisschen mit Instruktoren gefahren, einfach nur, damit du mal, ne, wir kannten die Rennstrecke jetzt noch nicht so, damit du mal von einer neutralen Meinung, die oft da sind, was hörst. Und die Jungs sagen, okay, eine Porsche-Linie wirst du nicht fahren, klar, aber du kannst du mitfahren, weißt du? Ohne, dass du dich jetzt da in die Ecke stellen musst und schämen musst. Mhm. Ja? Also das sind die Sachen, die wir machen können. Das, was traurig ist, du kannst halt nicht so viel. Du kannst schon, nur der TÜV sagt halt immer was. Also Frontsplitter habe ich letztens einen gefunden, der geht schon, da kommt er vorne tiefer. Da müssen wir ein bisschen arbeiten mit Höhe und Splitter. Ne? Ja. Nicht, dass wir das so tief machen, dass du dir den Splitter wegfährst. Ja. Dann können wir ein bisschen an der Aero vorne arbeiten. Das wollte ich eh sowieso immer mal machen, dass wir mehr Luft vorne an die Bremsen kriegen. Ja, das wäre geil. Ne? Da können wir vielleicht mit Speed Engineering reden. Genau, fragen wir die Jungs von Speed Engineering, ob sie vorne was machen und hinten, dass Kühlung. Wir einen schönen Diffuser wegkriegen. Ja. Ja. Und dann schauen wir, dass wir eine schöne Radreifenkombi haben. Ja. Und dann wird das schon. Leistung würde ich persönlich nicht machen, wie gesagt, weil für schnell so 800 PS und 800 PS. Ne? Also definitiv, was man machen kann, ist, man kann gucken, dass man die Leistung, die du hast, erstmal vernünftig mitarbeitest. Ne? Ja. Das ist ja so der erste Schritt. Ne? Ja. Viele gehen immer hin und tunen halt genau falsch rum. Also was machen sie? Die blasen die Motoren auf. Erst Auto lackieren und dann die Technik. Genau, die blasen die Motoren auf mit Ladedruck bis zum Umfallen und dabei kann keiner drei Runden vernünftig fahren. Ist so, ne? Und wenn wir hier so ein bisschen Go-Kart-Feeling hinkriegen, ein bisschen direktere Lenkung, ein bisschen mehr Feedback beim Challenger vom Fahrwerk, von der Karosserie, dann sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Ja. Ich würde gucken, dass ich die Whitebody Fender aus Carbon vielleicht besorge, dass es dann mit der Haube gut zusammenarbeitet. Ja, damit wir ein bisschen ästhetischer werden auf der rechten Seite. Ja, definitiv, weil da sieht es gerade nicht so schön aus. Oder man macht den Slimbody, ne? Ist natürlich eigentlich fürs Fahren besser. Ja, also ja und nein. Also ob man, ne, das Auge isst ja mit. Bisschen. Gell? Und Whitebody ist definitiv hübscher als... Ich bin ja auch ein Whitebody. Also nichts gegen die Slimbody-Jungs, aber Whitebody ist natürlich ein bisschen cooler. Ja. Können natürlich andere Radreifenkombinationen fahren. Mhm. Ja, gut. Und wenn dann in die Richtung. Okay, dann gucken wir mal, was möglich ist. Das heißt, wir lassen jetzt das Auto bei dir. Ja, gerne. Machst schon mal... irgendwie das da, dass der erstmal für die Zwischenzeit gut aussieht. Ich gucke, mit wem wir da gut zusammenarbeiten können, was wir machen können. Und dann hauen wir gemeinsam mal ein geiles Projekt raus. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwen kennt, der irgendwas für das Auto macht oder falls ihr auch gute Ideen habt. Gerne. Und dann gucken wir einfach mal, was man hiermit so hinbekommt. Ne? Yes. Würde ich mal sagen. Sollten wir schaffen. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, ihr checkt einmal kurz The Mechanics ab auf Instagram definitiv. Und falls ihr ein US-Auto habt oder allgemein eigentlich alles für Service, alles, wir machen alles. Funktioniert hier. Deswegen würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Denkt dran zu liken, abonnieren, die Glocke zu drücken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.